Mittelfeldspieler Cesc Fabregas hat durchsickern lassen, dass Ex-Trainer Thierry Henry der Hauptgrund für seinen Transfer zur AS Monaco gewesen ist. Dementsprechend trifft ihn dessen Entlassung. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Ich werde keine Lügen erzählen, aber der wahre Grund, warum ich nach Monaco gekommen bin, ist, weil Thierry mich angerufen hat. Er wollte, dass ich jedes Spiel, jede Minute spiele, gab Fabregas offen und ehrlich zu verstehen. Henry mit Horrorbilanz bei der AS Monaco. Unglücklicherweise wurde Henry nur 2 Wochen nach Fabregas Ankunft beim Ligue-1-Club schon wieder entlassen. Der Spanier konnte wenigstens noch 3 Spiele unter seinem Ex-Arsenal-Kollegen auflaufen. Von 2003 bis 2011 standen die beiden Stars im Kader des Londoner Stadtclubs. Henrys Bilanz seit seinem Engagement bei den Monegassen war jedoch vielsagend. In 20 Pflichtspielen gelangen ihm gerade einmal 5 Erfolge. Die großen Erwartungen konnte der Ex-Angreifer also nicht erfüllen. Im Gegenteil, in Monaco muss man wohl bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern. Fabregas, Henry, tut mir leid. Nach dem 1:5 im Heimspiel gegen Racing Straßburg wurde dann der endgültige Schlussstrich gezogen. Leonardo Jardim wurde kurz darauf als Nachfolger vorgestellt. Fabregas, der einen 3,5-Jahres-Vertrag an der Südküste unterschrieb, hat auch ein wenig Mitleid mit Henry, Thierry Henry, Anmerkung. Dritt, tut mir leid, weil ich weiß, dass er ein klasse Trainer ist. Da bin ich mir sicher. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Moment. Das ist das Leben, das...